Sieht ganz so aus, als wäre der Septemberbeginn eigentlich der Gamechanger für die Aktienmärkte gewesen, denn bis dahin sind die Tech-Werte gelaufen, gelaufen, gelaufen und haben die Aktienindizes mitgezogen, aber seit Anfang September ist irgendwie der Wurm drin für die US-Tech-Aktien, das ist auch heute so, die sind schwächer in Relation zum Gesamtmarkt, der Nasdaq schwächer als der Dow Jones vor allem, schwächer vor allem als der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, und auch schwächer als etwa der S&P 500. Und es sind so Aktien wie Apple, wie Amazon, also die Lieblinge, die vorher nach oben gezockt wurden, die heute weiter unter Druck sind, Apple, Amazon. Derzeit, wo ich diese Aufnahme hier Ihnen präsentiere, um und bei 2% im Minus, nicht dramatisch, aber es ist doch schon einiges, was da ausgepreist wurde in letzter Zeit. Schauen wir uns mal an, was sich da substanziell verändert hat seit Septemberbeginn, und das sehen wir hier. Hier sehen wir nämlich, dass wir 11 Monate in Folge die Situation haben, dass sogenannte Growth-Aktien, also meistens Tech-Aktien, Value outperformen, also besser laufen als diese traditionellen Aktien, die ein Geschäftsmodell haben, das jetzt nicht extrem wachstumsstark ist, das aber sehr solide ist, irgendwie funktioniert. Und hier sehen wir, jetzt haben wir allerdings im September bislang die größte Underperformance von Growth gegenüber Value seit dem Jahr 2001. Also das ist schon ein erheblicher Rückschlag. Klar, jede Serie reißt einmal, und wenn sie reißt, dann reißt sie gleich ganz heftig, nachdem eben diese Serie so extrem war, die Überkauftheit dieser Tech-Werte so extrem war. Und wenn wir uns mal anschauen, dass da ein paar Leute wirklich ein gutes Näschen hatten, und das waren die Insider, die also in den Firmen selber sitzen, in Leitungsfunktionen, die haben ziemlich genau in diese Hochbildung bei den Aktienmärkten abverkauft, reinverkauft, und vor allem die kaufen noch nicht, das ist das Interessante. Es gibt also noch keine Kaufbereitschaft, wie Sie hier sehen, und da ist durchaus noch Luft, dass da noch weiter verkauft werden könnte möglicherweise, bevor dann die Insider sich wieder sagen, jetzt ist aber günstig, jetzt schnappe ich mal zu. Aber es ist schon aufwendig, dass eben hier diejenigen, die auch schon im März ein gutes Näschen hatten, als die Insider eben gekauft haben, die haben im August verkauft, haben also diesen Abwärtsmove im September weitgehend nicht mitgemacht, den vor allem jetzt die vielen Robin Hooder etc. mitmachen. Inzwischen sehen wir, dass im S&P 500 doch die Zahl der Aktien, die überverkauft sind, deutlich gestiegen ist. Wir sehen jetzt, dass 37,8% der S&P 500 Aktien tendenziell überverkauft sind, während nur noch 15,8% überkauft sind. Im kurzen Zeitfenster ist zum Beispiel auch eine Apple überverkauft, eine Amazon etc., eine Netflix. Also diese Aktien, die ja vorher super gelaufen waren, die sind jetzt schwächer. Auch das kann noch weitergehen. Es hat ja dieser Aufwärtsimpuls extrem lange gedauert, schien kein Ende zu nehmen, und jetzt haben wir gerade mal, naja, 2,5 Wochen, dass die ganze Chose so ein bisschen zumindest in die andere Richtung läuft. Das kann also durchaus sich noch länger hinziehen. Wir haben gesehen, 11 Monate waren die Tech-Aktien, waren die Growth-Aktien extrem stark im Vergleich zu Value. Wer sagt, dass es nicht jetzt vielleicht 4, 5, 6, 7 Monate mal in die andere Richtung geht? Das wäre doch durchaus nicht ungewöhnlich. Und wir haben hier vielleicht diesen Zusammenhang, den ich heute im Videoausblick thematisiert hatte, mit dem mit den Robin Hoodern oder mit den Privatinvestoren in den USA, deren Volumen am Aktienhandel deutlich gestiegen ist, deren Volumen vor allem am Optionshandel deutlich gestiegen ist. Und ich hatte heute Morgen auch diese Grafik schon gezeigt, weil sie sprechend ist, an einem Beispiel der Amazon-Aktie, wo ein Privatinvestor $1.500 in Calls investiert auf die Amazon-Aktie, also auf steigende Kurse spekuliert, und dann aufgrund des Kursverlaufs derjenige, der diese Optionen anbietet, also verkauft, letztendlich gezwungen ist, im Volumen von $230.000 die Amazon-Aktie zu kaufen, um sein Risiko zu hedgen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip fast den Faktor 200, der hier der Fall ist. Das heißt, wir sehen hier eine große Hebelung, die jetzt wahrscheinlich bis Ende August, bis Anfang September passiert ist. Und jetzt sehen wir eben die Enthebelung, heute ja der große Verfall. Wichtig allerdings sind die Optionen auf Einzelaktien, die verfallen heute um 22 Uhr. Man kann also bis 22 Uhr noch irgendwie was machen, wenn man da eine solche Option hat, aber die Abrechnung erfolgt dann um 23 Uhr, also praktisch nachbörslich. Mal sehen, ob das dann vor allem in der nächsten Woche durchaus größere Bewegungen nach sich zieht. Wir haben oft die Situation, dass am großen Verfallstag gar nicht so viel passiert, sondern manches schon im Vorfeld passiert und vieles dann auch noch
nochmal im Nachgang passiert. Wir werden sehen, ob das diesmal auch so sein wird. Aber schauen wir uns mal in Sachen Tech noch ein paar Dinge an. Wir haben hier das Commerce Department von Wilbur Ross, das Handelsministerium also in den USA. Und man schreitet hier ein gegen WeChat und TikTok. Transaktionen werden jetzt untersucht und wir haben jetzt die Meldung, dass wahrscheinlich jetzt ab diesem Wochenende dann Downloads von TikTok und WeChat in den USA verboten werden dürften, sofern es nicht eben einen Deal gibt, zunächst mal mit TikTok, Oracle, schwierige Geschichte, jedenfalls attackiert hier Trump natürlich und die Trump-Administration massiv hier diese chinesischen Tech-Konzerne, ist für viele chinesischstämmige Menschen in den USA ein Problem, denn die sind abhängig vor allem von WeChat, was viel wichtiger ist als TikTok, zumindest für die Älteren, unter diesen Leuten insgesamt die Spannungen verschärft. Wir sehen hier in der Straße von Taiwan beispielsweise, haben die Chinesen eine massive Kampfflugzeugpräsenz heute gezeigt, nachdem die Amerikaner wiederum Waffen an Taiwan geliefert haben, nachdem die Amerikaner wieder einen hohen Vertreter nach Taiwan geschickt hatten. Also das ist durchaus jetzt eine Geschichte, die jetzt nicht gerade ruhiger wird, könnte man sagen. Und insgesamt scheint es so zu sein, dass die Wall Street, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Kursverlauf, den wir jetzt eben seit Anfang September sehen, so ein bisschen den Schalter umgelegt hat und sich gesagt hat, der Trump bitte gewinnt vielleicht doch nicht diese Wahl. Und jetzt fordern Wall Street Banker, naja, bevor jetzt die Demokraten vielleicht die Wahl gewinnen und dann haben wir eine Elizabeth Warren, möglicherweise als Finanzministerin, und die ist ja dann eine ziemlich scharfe Gegnerin von Boni, von all diesen Dingen, von Buybacks etc., dann lass uns doch jetzt schnell den Bonus mal vorziehen, dass falls die Demokraten gewinnen und das dann irgendwie deckeln wollen, dass wir dann schon mal wenigstens dieses Geld im Sack haben, könnte man sagen. Jetzt hat die Danske Bank eine sehr ausgeprägte Untersuchung heute vorgelegt, wo sie sagt, oder in der sie sagt, dass der Vorsprung von Biden gegenüber Trump deutlich konstanter ist als der Vorsprung 2016 war, der ja meist, also der praktisch ja vor dem Wahltag von Clinton immer angenommen wurde. Hier sieht man die verschiedenen Bundesstaaten in den USA, blau, die ganz sicher an die Demokraten gehen, rot, die ganz sicher an Trump gehen und die Republikaner. Dann sehen wir diese grauen, die unentschieden sind, wo es nicht klar ist, wo es hinläuft. Allerdings liegt derzeit nach Umfragen, jetzt sagen die Trump-Anhänger hier, Umfragen, ja, die sind sowieso alle gefaked, also ganz so wird es nicht sein, liebe Trumpianer. Jedenfalls ist diese Geschichte für Trump jetzt durchaus eng, das wird eine enge Geschichte, die Wahrscheinlichkeit oder die derzeitige Annahme ist, dass von den 280 oder 278 notwendigen Wahlmännerstimmen derzeit Biden auf 222 kommt, Trump nur auf 125. Also das scheint so zu sein, dass zumindest derzeit, kann sich ja vieles ändern auch bis zur Wahl, aber derzeit doch manches für Biden spricht. Und das zeigt sich zum Beispiel auch im Verbrauchervertrauen der Amerikaner interessanterweise. Heute University of Michigan, die ja einmal im Monat oder praktisch monatlich hier das Verbrauchervertrauen vorlegt. Und das hat sich verbessert. Und warum hat es sich verbessert? Weil vor allem die Sympathisanten der US-Demokraten viel optimistischer geworden sind. Die glauben also jetzt, dass Biden diese Wahl gewinnen wird gegen Trump, während die Republikaner pessimistischer geworden sind, eben weil sie vielleicht auch befürchten, dass Trump diese Wahl verliert. Deswegen ist ihre Sicht auf die Wirtschaft negativer geworden. Das ist ein, wie ich finde, interessanter Aspekt. Aber kommen wir nochmal zu dieser ganzen Tech-Geschichte, die ich angesprochen hatte. Hier sehen wir den Nasdaq und wir sehen, wir sind doch schon ziemlich jetzt am unteren Ende dieser Range im 4-Stunden-Chart. Und die Charts sind, meine Damen und Herren, Sie dürfen dreimal raten. 1, 2, Capital.com, genau. Wir sehen also hier, dass der Nasdaq doch relativ schwach ist, dass wir hier einen ziemlich herben Abverkauf hatten. Wir hatten ja den schnellsten 10% Abverkauf von einem Allzeithoch ausgehend in der Geschichte. Gab es vorher nur einmal, da hat es auch 3 Tage gedauert. Also das war durchaus schon relevant. Und hier sehen wir im Chartvergleich mal auch auf 4-Stunden-Basis den Russell 2000, also diesen amerikanischen Nebenwerteindex. Und hier sehen wir, da sind wir doch relativ weit von diesen Verlaufstiefs entfernt, die der Nasdaq jetzt derzeit anläuft. Da sind wir um und bei in der Mitte dieser Range. Das heißt, der Russell hat etwa nur die Hälfte dieser Korrektur
erlitten wie der Nasdaq. Und wenn wir uns hier mal den DAX anschauen, dann sehen wir, da ist auch nicht viel passiert. Das ist nach wie vor, wenn man so will, eine intakte Seitwärtsrange. Also das spricht alles für diese große Rotation raus aus Tech, rein in eben nicht Tech, rein in eher Value. Und da ist der DAX ja durchaus gespickt von diesen Werten. Dagegen kaum Tech, ähnlich wie der Russell 2000. Also hier sehen wir, was da Sache ist. Abschließend noch zwei Grafiken, die ich Ihnen zur Darstellung bringen möchte, meine Damen und Herren. Was Sie hier sehen, das ist der Andrew Agassi für Arme, das ist Neil Kashkari, praktisch das ultra-dovische Mitglied der FED. Der hat jetzt bei der letzten FED-Sitzung gegen den Beschluss der FED gestimmt, weil er eben nicht dovisch genug war. Dabei hat die FED doch gesagt, wir lassen bis ins Jahr 3822 die Zinsen bei Null und werden also nicht mal darüber nachdenken, dass wir nachdenken könnten über eine Zinsanhebung. Also viel dovischer kannst du ja nicht sein. Jedenfalls hat interessanterweise der Minneapolis FED-Chef Kashkari heute gesagt, ja, also diese ganze Diskussion über mögliche Inflation, das sei doch eine Geisterdiskussion. Wir werden mal bald in einigen Monaten nochmal prüfen, ob das wirklich eine Geisterdiskussion ist. Wir sehen das in vielen Bereichen, die für die Menschen relevant sind. Die Preise steigen. Und jetzt kommen wir abschließend noch nach Germania. Da sehen wir, dass Grenke sich ausführlich geäußert hat gegen die Vorwürfe von Viceroy Research. Und gesagt hat, das ist ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter unserer Firma, das ist eine ganz üble Machenschaft. Man hat also jetzt das erste Mal sich detaillierter etwa zu diesen Vorwürfen geäußert und damit zu der Frage, ob möglicherweise Grenke eben dieses Unternehmen aus Baden-Baden, das ja schon seit 78 existiert, so ein gewisses Wirecard-Flair hat, ja oder nein. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Das darf man auch bei den Aktienmärkten, vor allem wenn man sich für die Wall Street interessiert und für die US-Tech-Werte interessiert, wie das jetzt Anfang nächster Woche weitergeht, wie es heute weitergeht, alles ist möglich und das Gegenteil. Aber manche spricht dafür, und das zeigt ja auch die Vergangenheit, dass wir gerade in der Woche nach dem großen Verfall oft ziemlich heftige Dinge sehen werden. Mal sehen, ob es diesmal auch so ist. Ich wünsche jetzt jedenfalls, meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende. Und ich sage Servus und Ciao. Würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen würden. Bis dahin, Servus.